Hallo, hallo, bonjour, buenos dias, herzlich willkommen, herzlich willkommen bei FemTV. Mein Name ist René, wir sind trendy, stylish, modern und wir wünschen euch viel Spaß. Heute mit der Vorberichterstattung Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Unser heutiger Werbepartner, das Projekt Streit gegen Missbrauch. Berichterstattung für das morgige Spiel um 20.30 Uhr in Borussia Park, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Ein Spiel, wo es für beide Mannschaften sehr viel geht. Ich hoffe, dass unsere Spiele das auch bewusst ist. Weil wenn wir so die Leistung abrufen, wie wir gegen Leverkusen gespielt haben, dann kann es gut möglich sein, dass die Gladbacher an uns vorbeidüsen und zeigen, wo der Pater der Most holt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein gutes Gefühl habe ich nicht dabei, aber Vertrauen in meine Mannschaft habe ich eigentlich immer. Und ich denke immer wieder von Spiel zu Spiel, es kann nur besser werden. Wir hoffen immer wieder und wir werden immer wieder von unserem Spiel enttäuscht. Und trotzdem sind wir Fans in guten und in schlechten Zeiten. Und dass eine Spielumstellung seine Zeit braucht, nach 2,5 Jahren Fahrer, ist das natürlich nicht leicht, das umzusetzen. Aber die Profis müssen, glaube ich, doch Profi genug sein, dass sie den Handschrift von Edin verstehen. Borussia Dortmund kämpfen und siegen. Ja, das müssen die eigentlich verstehen. Die müssen doch eigentlich verstehen, was es in der Viererkette 4-3-3 zu spielen. Und dass man nicht keine Anspielmöglichkeiten anbietet, dass die Kombinationsfluss, wo wir so bekannt geworden sind, dass es die nicht mehr gibt. Das kann doch nicht passieren, dass das irgendwie überhaupt nicht verstanden findet, diese Kombinationsfluss, diese Leidenschaft zum Fußball. Also das habe ich in der letzten Zeit überhaupt vermisst. Und ich wünsche mir, dass Edin tatsächlich sagt, hey, pass auf, da sind ein paar Spieler, die brauchen jetzt mal einen Denkzettel und die brauchen jetzt mal eine Pause, wie ein Sancho, wie ein Reus, wie ein Brandt, wie ein Meunier. Ja, wir haben eigentlich genug Spiele, die es können. Ich denke nur an Morey, Tickes, jetzt muss man leider Gottes auch vielleicht auch ein Daru wieder dran, obwohl der eigentlich im Training immer gute Leistung abgibt. Can ist wieder da. Dafür uns ist leider Gottes wegen der 5. gelbe Karte der Delaney gesperrt. Ich möchte gerne wieder die Flügelarbeiten sehen, dass mit der Haaland, die immer in der Zange genommen wird von den Gegnern, sich freispielen kann, anspielbar ist. Was soll denn ein Junge da stehen, wenn er zwei Leibwächter um sich herum hat, wie soll er sich bewegen? Das müssen doch unsere Profis sehen. Wir müssen doch sehen, wie wir den anspielen können. Auch meine Körpertäuschung, mal diese Kombinations-Doppelpass, haben wir alles nicht mehr, können sie alle nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Jetzt wird es Zeit, dass die Jungs an sich glauben. Und ich glaube, Gladbach ist der beste Gegner, mit dem wir eigentlich gute Ergebnisse haben in den letzten Jahren. Sollten wir da der Hoffnung gehen, nach Gladbach zu fahren. Es ist nicht weit weg, keine lange Anreise. Das heißt, wir können zu Hause noch trainieren, dann in den Bus steigen, das Spiel abzuführen und weiter. Ich möchte gerne morgen Abend um 8:30 eine Mannschaft, der aus der Kabine reinkommt, Brust voraus, fokussiert, grinsen und sagen, das brauchen wir, das machen wir, das tun wir. Und nicht dieses, ja, Mama. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen gleich von Anfang der ersten Minute Dampf und die sollen Jungs gleich die Gladbach in die Schranke weisen. Deswegen sage ich heute, ich hoffe es immer mal wieder und sage auch wieder meinen Tipp für morgen 1:3 mit dem Doppelpack von Tigges, weil ich habe das Gefühl, der wird von Anfang stürmen, nehmen einen Haaland und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. In dem Sinne, 3 Punkte von Gladbach. Gehen mit nach Dortmund, damit wir doch noch auf Platz 4 uns festsetzen können und nicht komplett den Anschluss nach oben verlieren. Ich wünsche euch morgen Abend viel Spaß im Free-TV, im ZDF um 20.30 Uhr Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Viel Spaß, eure René von FemTV.